sind vom Südwestfunk. Ja. Und wir drehen einen Film über Autofahren. Schön. Ja, und jetzt wollten wir hier mal verfolgen, was zwischen Ihnen und den Beamten so besprochen wird. Was so besprochen wurde? Na ja gut, es war ein Grenzfall gewesen. Und zwar rechts, links auf der Autobahn war ein Mercedes-Fahrer, ist mit 120, 130 gefahren, hat telefoniert und ist also partout auf Blinkzeichen nicht von der Fahrbahn gewichen, von der linken. Wie dicht sind Sie denn auf ihn aufgefahren? Ich wenige. Mein Bekannter hat dann rechts überholt, zwangsläufig, weil der einfach die linke Fahrbahn freigemacht hat. Bei mir war es derselbe Fall und er hat mich also auch noch eine Zeit lang hinter sich gelassen und dann ist er irgendwann rechts rüber. Klarer Fall von Nötigung, würde ich sagen. Aber naja, gut. Also Sie haben genötigt, oder wer? Nee, der Mercedes-Fahrer. Ja. Der mit 120 auf der linken Spur und telefonieren und den Platz nicht freimachen, obwohl vorne alles frei ist, ist meiner Ansicht nach eine Nötigung. Wieso ist das eine Nötigung? Wir haben drei Fahrspuren und normalerweise die linke Fahrspur gedacht zum Überholen und vielleicht auch um etwas schneller zu fahren. Und wenn ich da mit 120 rumkriege und telefoniere, ist das für mich eine Nötigung. Wie schnell sind Sie denn gefahren oder wie schnell fahren Sie denn normal so auf der Autobahn? Wenn frei ist, fahre ich so schnell wie es geht. Was ist das? Volllast. Ja, wie viele Kilometer? Ja, was das Auto halt läuft, so 180, 200. 19. Oktober 1990. Auf der A9 zwischen Bayreuth und Hof prallen im Nebel innerhalb weniger Minuten 170 Fahrzeuge aufeinander. Bilanz dieses Unfalls? 123 Verletzte und 10 Tote. Die Interviewpartner für diesen Film haben wir auf Autobahnraststätten angesprochen. Es sind ganz normale Autofahrer, die wir gebeten haben, uns ein Stück mitzunehmen, um unsere Fragen zu beantworten. Entschuldigen Sie, können Sie uns erzählen, wie der Unfall aus Ihrer Sicht passiert ist? Ja, ich komme hier gefahren und sehe hier vorne, dass welche zusammenstoßen. Ich konnte gar nicht mehr ausweichen. Das war unmöglich. Wie schnell sind Sie denn gefahren ungefähr? Höchstens 80. Schneller war es 60, zwischen 60 und 80. Schneller war es bestimmt hier nicht. Weil es sowieso schon sehr dickflüssig war. Sind Sie denn zu dicht aufgefahren? Ja, wahrscheinlich doch. Ich sah überhaupt nichts dazu. Oh Mann! Bereiten Sie den Dank, der ist jetzt irgendwo aus dem Wort. Ist das weiter oder? Ist das geht nicht? Ja, jetzt sind wir hier.
Glauben Sie denn, dass es auf der Autobahn dann sowas wie eine Hackordnung gibt? Die gibt es ganz bestimmt. Das ist der Kampf Stoßstange an Stoßstange. Und die gibt es ganz bestimmt, ja. Sehen Sie doch mal ein bisschen genauer, was ist das Hackordnung auf der Autobahn? Hackordnung möchte ich mal so, sehe ich im übertragenen Sinne, jetzt anzuzeigen, also hier, jetzt komme ich fahre einen 280er Mercedes und du mit deinem Ford Scorpio, komm, schau mal, dass du rechts rüberkommst, du hast links nichts zu suchen. Und das wird angedeutet durch Blinkersetzen und Lichthupe und dichtes, aggressives Auffahren und nach Möglichkeit auch rechts überholen und wieder links vorsetzen. Das ist die Hackordnung. Das wird damit angezeigt von diesen Leuten, die sich im Verkehr so bewegen. Akzeptieren Sie diese Hackordnung? Nein, das akzeptiere ich nicht, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich denke mir oft, ich habe mit Leuten zu tun, und wenn sie im Auto sitzen, wenn man sie dann erlebt, es ist der Potenzverstärker und nicht nur das. Ne? Bisschen genauer, was kann man, wie kann man das sagen? Sagen wir so, das hat zum Teil was damit zu tun, was man sich für ein Auto kauft, was man sich für ein Auto leisten kann, beziehungsweise nicht leisten kann. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr imagebedacht ist. Und ein BMW zu fahren, kommt allemal besser, nehme ich mal an, als einen VW Golf zum Beispiel oder einen Lada. Und wenn man dann ein entsprechendes Gefährt hat, dann muss man natürlich auch zeigen, dass man so ein Auto hat. Und ich glaube, gerade die Männer, um hier mal vom Geschlecht her das zu betrachten, Männer haben ganz stark die Neigung dazu, dass sie am Auto Gefühle ausleben, mehr als eine Frau. Die fahren dicht auf, die blinken, die hupen, die schimpfen, die arbeiten im Auto rum, also nicht alle, aber immer einige wenige. Und man neigt halt dann schon dazu, manchmal zu verallgemeinern. Ne? Wenn Ihr Mann so fährt, kritisieren Sie ihn dann? Ich sehe ihn ja nicht fahren. Wir fahren immer mit zwei Autos zur Firma. Und gesetzt den Fall, wir fahren zur gleichen Zeit nach Hause. Dann lasse ich ihm einen Kilometer Vorsprung, dann sehe ich ihn nicht mehr. Also weiß ich auch nicht, wie er fährt. Ist Ihnen das dann lieber so? Ja. Und es gibt eben Autos, die animieren zum Schnellfahren, zum aggressiven Fahren. Und wieder andere Autos gibt es, da macht es einem überhaupt nichts aus, mit 100 sozusagen über die Autobahn zu tuckern. Also es hängt von dem, will ich mal sagen, von dem Fabrikat zum Teil ab, wie Sie als Autofahrer sich auf der Straße benehmen. Mag zum Teil auch damit zusammenhängen, dass einfach die anderen Autofahrer auch Sie entsprechend Ihrem Fahrzeug einschätzen. Wenn also einer ankommt mit einem Sportwagen, dann erwartet man automatisch, dass der schnell fährt. Und wenn er es nicht tut, dann lacht man über ihn. Also wird ein Sportwagenfahrer auch versuchen, auf der Autobahn, wie man so schön sagt, sein Bestes zu geben, um seinem Image gerecht zu werden. Steckt da auch nicht sehr viel Ignoranz der einzelnen Autofahrer dem anderen gegenüber? Ja, sicher, genau. Weil jeder sagt, das ist mein Home ist mein Auto und hier bin ich zu Hause und jetzt geht's rund. Das ist mit Sicherheit. Es kommt gerade ein Porsche von hinten, der hat es sehr eilig, aber den lassen wir mal kurz vorbei. Für mich ist ja Autofahren ein Stück Kultur. Das ist wie Essen, wie Musik. Was erstaunlich ist, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt, in Länder, wo es keine Autos gibt. Ich war dieses Jahr im Februar mal auf den Malediven. Da gibt es halt nur eine Insel, Wasser und Leute. Man kann auch ganz gut ohne Auto leben. Aber das ist halt nur mal das, wenn man in dieser Zivilisation lebt, in dieser Industriegesellschaft, in der wir leben. Da gibt es gewisse Attribute, gewisse Dinge, die einfach dazugehören. Und das Auto ist halt ein Fortbewegungsmittel, gerade für Leute, die im Vertrieb, im Verkauf sind, so wie ich das bin.
Wir sind extra langsam gefahren, weil es geschüttet hat. Ne? Und wie gesagt, auf einmal sind die hinter einer Ab rausgekommen. Ne? Ich sage, er muss also, meiner, ich weiß es nicht, meiner Schätzung nach muss er mindestens 120, 140 draufgestellt haben. Und der Vordermann von mir hat auch gestoppt, da habe ich auch Bremslichter gesehen. Da bin ich natürlich auch leicht auf Bremslichter gegangen. Ne? Und der hat halt den Wagen nicht mehr anheben können. Wir waren irgendwie zu schnell dran und ich habe direkt gespürt, das kann jetzt nie mehr der bremsen. Die Bremslichter gesehen von dem Vorderen. Ja, ja. War einfach zu schnell dran bei der Nassenstraße. Ja, kann ich wirklich nicht sagen. Der Mann war zu schnell. Ich bin schon. Und vor dem Vordermann von mir hat auch einer gebremst. Der hat halt den Vordermann. Meiner hat es nicht erhalten und ich bin ihm dann drauf. Ich habe normalen Abstand gehalten. Also ich war nicht eng auf. Wir konnten nicht schnell fahren. Weil es hat auch richtig geregnet zu der Zeit. Sie waren aber nicht gestanden. Wie schnell sind Sie denn gefahren? Ja, die kommen mit 50 jetzt. Wie schnell fahren wir denn jetzt? 160. 170. Das ist eine angenehme Reisegeschwindigkeit für mich. Wie schnell fahren wir denn jetzt? 160. Das geht doch heute kaum schneller. Wie schnell fahren Sie denn mit Ihrem Auto, wenn frei ist? Naja, mit dem Kleinen, da halte ich bei 200 an. Also wenn ich alleine unterwegs war und die Autobahn war mal frei, da habe ich schon mal getestet, wie weit das Auto geht. Ja, da bin ich dann auch schon bei 240 gewesen. Aber ich kann nicht sagen, dass es mir Spaß macht. Es ist einfach mal zu wissen, wie weit geht die Nadel. Aber ich muss das nicht komplett ausreizen. Also ich fahre einen Audi 80. 1,8 Liter Hubraum, 90 PS. Das ist ein feines Auto. Wie schnell fährt das? Der Wagen, also am Tacho zeigt er mit 200 an, aber ich glaube ihm das nicht ganz. Ich schätze mal so 180. Fahren Sie auch so schnell manchmal? Ich fahre fast immer so schnell. Ich fahre gern schnell. Wie schnell fährt er denn? 230. Fahren Sie denn auch so schnell? Wenn die Strecke frei ist, fahre ich auch so schnell. Ja? Wie würden Sie denn Ihren Fahrstil beschreiben? Defensiv, nicht aggressiv. Das Auto und möglichst zügig. Zügig heißt, wie würden Sie das beschreiben? Also ja, also wenn die Strecke frei ist, wenn die linke Spur frei ist, so schnell wie es eben geht. Unterwegs mit einem zivilen Radarfahrzeug der Polizei. Auch der blau gekleidete Motorradfahrer ist ein Polizeibeamter. Sein Motorrad ist mit einer Videokamera ausgerüstet. Zusammen beobachten wir das vorausfahrende Motorrad. Ohne sich um den rückwärtigen Verkehr zu kümmern, setzt es zum Überholen an. Hörer von 97, kurz außerhalb. Auch der nächste Überholvorgang, diesmal aus der Perspektive der Motorradkamera, zeigt, wie riskant das Motorrad überholt. Bei dem folgenden Überholmanöver hat der auffahrende PKW keine Geduld. Thank you.
Motorrad und Pkw werden von der Polizeistreife gestoppt. Wie haben Sie denn das aus Ihrer Sicht erlebt jetzt? Ja, da ich vorne gefahren, nicht? Und der Wartburg oder was war, ich vorne rechts reingefahren und ich habe da mal da überholt und alles noch mit der Straße gefahren. Nicht? Also ich habe Sie sind ihm ja auch ziemlich dicht aufgefahren mit Ihrem Auto. War Ihnen das bewusst? Also mir war das nicht so bewusst. Haben Sie das jetzt als eine gefährliche Situation gesehen? Ja, wenn ich so ausgelegt kriege. Also für mich war das keine Gefahr in dem Sinn gut. Ich habe das registriert, dass er nicht gegangen ist, auf rechte Zeit, aber. Tut mir leid. Ihr habt jetzt da ein paar Mal ganz schön riskant überholt. Wie seht ihr denn das? Habt ihr da keine Angst oder sowas? Nee, bei uns auf der Autobahn ist sowas ist normal. In östlichen Bundesstaaten wird ein bisschen riskanter gefahren wie hier. Da fahren eigentlich alle so robust wie hier. Und man muss sich einem umgewöhnen, hier ist der Polizeischärfer. Bei uns guckt sie öfters mal weg und mit der Zeit denkt man dann, es wird zur Gewohnheit und erlebt sich öfter mal so schnell. Ist euch denn eigentlich klar, dass ihr euch da in ziemliche Gefahr begebt? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil man da nicht drüber nachdenkt in dem Moment. Man denkt vielleicht schon mal hart drüber nach, wenn man vorbei ist oder was. Aber in dem Moment macht es, ja, wie soll man nennen, Jagdeifer oder sonst was, macht es erstmal Spaß, schneller zu sein wie andere. Ja. Wie würdet ihr denn euren Fahrstil so bezeichnen? Wie fahrt ihr denn? Riskant, sehr riskant. Aber ich würde ihn als normal bezeichnen. Nee, das ist normal. Meine Begriffe ist normal. Es ist riskant, was wir machen. Aber bisher ist es immer gut gegangen. Macht es Spaß, riskant zu fahren? Ja, würde ich nur behaupten. Zumindest in unserem Alter. Wie fahren Sie denn, wie würden Sie denn Ihren Fahrstil beschreiben? Also wenn man es mit diesen Eigenschaftswörtern beschreibt, die so normal, weil es gebräuchlich sind, dann so sportlich. Wie sieht es denn aus? Was machen Sie denn, um auf der Autobahn vorwärts zu kommen? Ja, Gas geben, ist ja ganz einfach. Gas geben. Und schauen, wenn was frei ist, dann überholst. Das ist ja auch eine Glückssache, also da kannst du ja genauso erwischen. Gehört das dazu, Glück zum Autofahren? Ja, sicher gehört Glück auch. Wenn da jetzt vor uns der LKW, wenn der jetzt da rumfliegt oder da irgendetwas ausbricht oder irgendwas springt rein, aber es ist einfach Schicksal. Was willst du machen? Dann ist es nicht. Dann hängst. Ist ja klar. Haben Sie Angst vorm Tod? Nee, habe ich nicht. Überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Ich glaube, dafür bin ich auch noch zu jung. Also wenn ich so ältere Menschen, glaube ich, betrifft das mehr. Ich habe da keinen. Ich habe da so mit meinem lieben Gott habe ich da alles ausgemacht. Jetzt überhole ich rechts. Und Geschwindigkeit ist ein Rausch. Das weckt einfach Gefühle. Man sagt ja bei Rennfahrern zum Beispiel, die fahren mit dem Hintern, fahren die. Ja? Das Gefühl kommt also von innen raus. Haben Sie das auch beim Autofahren? Ja, ganz klar. Wie äußert sich das? Wie sich das äußert? Das äußert sich schon daran, wie man in dem Auto sitzt, was man für eine Sitzposition hat. Daraus ergibt sich wieder auch ein Gefühl von Sicherheit, sprich Beherrschbarkeit des Fahrzeugs. Und das überträgt sich halt, wenn man schneller fährt, da gibt es so gewisse Vibrationen, rein von der Geschwindigkeit her, von der Rotation der Räder. Aufnahme einer fest installierten Videokamera der Polizei.
Seit einigen Jahren setzt die Polizei in ihrem Kampf gegen Drängeln und Rasen auf der Autobahn Videokameras ein, mit denen Geschwindigkeit und Abstand der vorbeifahrenden Fahrzeuge gemessen werden. Die während der Messzeit ständig aufzeichnenden Kameras dokumentieren eindrucksvoll alltäglich riskantes Fahrverhalten und damit verbundene Gefahrensituationen auf den Autobahnen. Stelle muss jetzt dort kurz nach der Ausfahrt sein. Weil da etwa war das Fahrzeug von Eros. Ja, ich bin normal gefahren. Und dann hat er mit der Hand mich am Oberschenkel gefasst. Ne? Und so ist es dann passiert. Und ich habe dann die Hand ihm wegtun wollen. Und mit einer Hand die Lenkstange und mit der anderen Hand wollte ich ihn wegdrücken. Und so bin ich dann ins Schleudern gekommen. Habe normale Geschwindigkeit drauf gehabt. Alkohol sowieso nicht, ne? Weil trinke ich noch. Wir waren und ja Gott sei Dank auch anschnallt. Wir sind ja voll der Hieb rum da. Das darf man einfach nicht machen, dass man die Hand auf den Schenkel bei einem Fahrer auftut. Darf man nicht machen. Welcher Mann macht das nicht mal? Ja, da sind wir uns doch herrlich einig, oder? Ihr erster Unfall? Der erste schwere, ja. Also, so fährt sie eigentlich recht sicher, aber es ist schlicht einfach so. Wenn sie in so eine Situation kommt, dann weiß sie nicht zu helfen. Ne? Ja, aber das darf man nicht machen. Die Situation, ich möchte mal wissen, umgekehrt ist das genauso. Aber warum? Von mir doch nicht. Wenn du mir ans Bein fest, dann reiße ich ja. Nicht das Lenkrad rum. Denkst du? Ja. Denkst du? Nein, macht man nicht. Man darf eine Fahrerin oder Fahrer nie irgendwie belästigen oder behindern oder egal wie. Darf man nicht. Doch, hast du mich. Das war der Schock. Weil du immer mich so fest anfährst und das darf man eben nicht. Also, da hast du darfst da nicht, wenn ein Fliegen auf dein irgendwo drauf sitzt, darfst du nie die irgendwie fangen oder was. Ja. Weil du behinderst du den Fahrer. Das ist einfach ein Ding, eine Situation, wo man normale Geschwindigkeit gehabt, 100 und so, ne? Das ist. Naja. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Auto. Und ich möchte sagen, ich bin mit meinem Auto also verwachsen. Es ist also eine Einheit. Ich kann nicht sagen, dass das Auto für mich ein Fremdkörper ist, sondern ich fühle mich wohl in diesem Auto und bin auch über die Sicherheit dieses Autos informiert. Und ich mag mein Auto. Ich hoffe, mein Auto mag mich auch. Ich würde sagen, ich beherrsche nicht nur mein Auto. Ich habe also mit Autos eine gute Hand, aufgrund dessen, dass ich mal den Genuss eines Trainings hatte. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr war ich in Amerika im Urlaub, da habe ich also eine Situation erlebt. Das war also phänomenal. Da stand also auf einmal auf einem Highway ein Auto quer vor mir. Und ich bin dann also mit Brems- und Lenkmanöver zwischen Auto und Betonleitplanke so im Millimeterbereich durchgeflitzt, ohne dass irgendwas gefehlt hat. Ich habe zwar dann anschließend Bremsplatten gehabt, aber Auto ohne ABS reagiert halt nicht mehr sehr, sehr schlimm, was aggressives Bremsen betrifft. Ne? Radiert sich der Gummi ab. Ich würde sagen, ich beherrsche mein Auto. Mit Sicherheit. Der folgende von der Polizeikamera zufällig gefilmte Unfall ereignet sich auf der rechten Fahrbahn. Lebensgefährlich ist, mit welch hoher Geschwindigkeit der folgende Pkw durch den Unfallort rast. Wo würden Sie sagen, liegen denn Ihre Schwächen als Autofahrer? Meine Schwächen. Ich hatte gerade sehr positiv beschrieben. Ich habe früher gesagt, wenn ich alles so gut könnte wie Autofahren, dann wäre ich froh. Keine Schwachpunkte? Ich wüsste
Radare. Wieder unterwegs mit dem zivilen Radarfahrzeug der Polizei. Das Videobild der Polizeikamera zeigt einen PKW, der auffällt, weil er mit hoher Geschwindigkeit permanent auf der linken Spur fährt. Später hält er sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Kilometern. Jetzt haben wir 132 km/h, weiter 100 erlaubt, Kilometer 371,0. Momentan 120. Beschleunigt er wieder, noch im 100er Bereich, 100, wiederum 130 km/h. Scheinbar seine Lieblingsgeschwindigkeit. 135, jetzt am AK Nürnberg, 372,0. Hallo Scott. Guten Tag. Wir sind Ihnen jetzt einige Zeit nachgefahren und da sind 100 erlaubt, von der A9 runter bis zum AK Nürnberg. Das Autobahnkreuz Nürnberg, da vorne ist dann erst aufgehoben. Und Sie sind 130 mindestens gefahren, soweit es halt gegangen ist. Ja. Ganz ehrlich sagen, nicht die Einzigen, die so schnell fahren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das betrifft Sie, ne? Ja, ich habe teilweise, also meine 100 teilweise eingehalten. Das werden Sie auch gemerkt haben. Ja. Aber nur teilweise. Muss mal bitte einen Führerschein fahren. Hinter mir hing eine ganze Lette. In dem Moment, wo ich meine 100 gefahren bin, waren hinter mir eine ganze Lette jedes Mal. Ja. Also, ich habe. Ich habe im Prinzip. Da, wo ich die 100 eingehalten habe, habe ich die Kolonne gezogen. Sag ich Ihnen, wie es ist. So, dann können Sie das selber einschätzen. Also, es ist wirklich so, ich halte sogar noch meine Fahrgeschwindigkeit sogar weitestgehend ein. Also, ja, muss ich mal überlegen. Sie, okay? Sie sagen es also, recht, weitestgehend. Ja, weitestgehend. Ja. Weil Sie das, wenn Sie auf. Also, eins steht fest, niemand fährt ununterbrochen, nur 100, gibt es überhaupt nicht. Also, das ist ein Künstler. Das sagt ja auch keiner. Außer mit dem Trabant. Ich habe jahrelang Trabant gefahren und jahrelang Skoda gefahren. Verstehen Sie? Ja, so. Da bin ich nie die Geschwindigkeiten gefahren. Deswegen fahre ich ja schon langsamer, um mir erstmal die Geschwindigkeiten zu gewinnen. Ich fahre ja erstmal langsamer, um die Geschwindigkeiten überhaupt auch mal dran zu gewinnen. Ich habe ganze Kolonnen hinter mir gesungen. Das müssen Sie doch gesehen haben, wenn Sie hinter mir hergefahren sind. Ganze Kolonnen hinter mir gefahren. Ja, schauen Sie doch mal aufs Bild, bitte. Sehen Sie es ja, wie Sie gefahren sind. Da sehen Sie auch die nicht fahrende Kolonne. 127, 129. 132, 132, das ist Ihr Fahrzeug, mit dem gleichen Abstand hinterher. Ja. Passen Sie mal auf, also ich fahre, ich habe die verschiedensten Autos gefahren, ich fahre seit 30 Jahren Auto. Und ich fahre auch mit dem Auto genauso, als ob so, egal welches Auto, das ist für jedes. Gell. Ich fahre LKW, ich fahre sämtliche Sachen, alle Fahrzeuge, ich fahre Bus, wenn es sein muss. Ich fahre 30. Halte ich für einen guten Autofahrer? Ja, halte ich. Ja, warum? Ja. Das kann ich Ihnen sagen, weil ich, wenn Sie mich länger beobachtet hätten, heute festgestellt hätten, dass ich vernünftiger fahre, wie mindestens 95% hier fahren. Hätten Sie heute festgestellt, wenn Sie längere Zeit hinter mir gefahren wären. Sie hätten mir aus Toleranzgründen heute diese Sache hier erspart. Weil Sie gesehen hätten, dass ich über große Distanzen hier diszipliniert fahre. Mittlere Spur. Mittlere Spur, dunkler Golf. Der bremst ohne Grund, gerät ins Schleudern, fährt weiter. Herr Hirsch, grüß Sie, Auer, Videotechnical. Wie geht's immer? Ja? Bei euch? Prima, alles in Ordnung. Bei euch ist ja riesig was los im Haus, ne? Ja, der Herr Böhm ist immer da, was ich mitbekommen habe. Warum ich Sie anrufe, werden Sie sich wahrscheinlich fragen. Ich wollte ganz gerne mal einen Termin machen. Und zwar mit Ihnen beiden, mit dem Herrn Himmler und mit Ihnen. Sie machen keine Messtechnik mehr. Ein Kunde wartet nicht gerne. Wenn ich einen Termin um 10 Uhr habe, dann versuche ich auch pünktlichst um 10 Uhr diesen Termin einzuhalten. Und nicht um 21:45 oder um 10:30 zu erscheinen. Es geht mir selbst so, wenn ich Kunden bei mir im Büro habe, dann erwarte ich auch eine gewisse Pünktlichkeit. Diese akademische Viertelstunde ist sicherlich irgendwo immer drin, aber man sollte doch schon pünktlich sein.
Ist das dann beim Autofahren nicht ein Stress, wenn man merkt, dass man das nicht einhalten kann? Ja, das kann man sagen. Das kann man sagen. Zeit ist heute mit Geld verbunden, das wissen wir alle. Personalkosten sind die effektivsten Kosten überhaupt. Ob das jetzt ein Unternehmen ist oder wie auch immer. Also es wird immer hier auf Zeit und Geld wird schon geschaut. Und da kommt natürlich auch die Möglichkeit noch dazu, die auch ausgenutzt wird, diese zwei Dinge eben mit der Geschwindigkeit zu nutzen. Wenn man beruflich mit dem Auto unterwegs ist auf der Autobahn, hat es eigentlich nichts mit Rasen zu tun, wenn man 180 oder 190 fährt, sondern es ist einfach Mittel zum Zweck. Ich brauche teilweise die halbe Zeit, wenn ich schön schnell durchfahren kann. Unterwegs am Tag? Am Tag so 12 Stunden bis, ja, wenn ich mit Abladen und alles dabei rechne, mal wird es ein bisschen mehr, mal weniger. Also ich habe noch eigentlich einen relativ guten Job, weil ich Werksverkehr fahre und fahre montags los, bin freitags nachmittags wieder zu Hause und in der Woche auch noch eine Nacht zu Hause. Also ich habe einen relativ super Job noch erwischt als Fernfahrer. Aber wenn ich meine Kollegen, ich habe ja schon mal Speditionen gefahren und da ist das wesentlich schlimmer. Da hat man 20 bis 30 Kunden auf dem Auto, die muss man dann in einer Woche backen. Ja, und dann wird es ja klar knapp mit der Zeit, ne? Und dann rast man ja auch Ehre, dass man das auch alles schafft, ne? Sonst kriegt man auch noch Druck vom Chef, dann sieht es ganz alt aus. Weiter unterwegs mit der Zivilstreife. Aha, jetzt geht's rechts rüber. Jetzt wechselt der Fahrzeugführer auf die rechte Fahrbahn. Sieht an dem holländischen Fahrzeug vorbei. Die Geschwindigkeit beträgt 131 km/h circa. Jetzt hat er einen Jetta überholt, fährt an einem weiteren Fahrzeug vorbei. Geschwindigkeit immer noch 127 km/h, 126 km/h. Muss jetzt bremsen und zwängt sich nach links vor den Omega aus dem Main-Taunus-Kreis. Ich glaube nicht, dass er gebremst hat. Brauchte er nicht. Sehen wir auch. Ich habe die Lücke also auch für groß genug gehalten. Ja. Hätten Sie vor mir den blauen Mercedes, den hätten Sie, haben Sie das mitbekommen? Wann vor Ihnen? Es kommt darauf an, seit wann wir hinter Ihnen gefahren sind. Weiß ich sind. Nicht. Sie haben mal so kurz gehupt, das war kurz vorher. War ein blauer Mercedes mit einem Spoiler. Irgendwie der hat also mich mit Power überholt, ist kurz vor mir reingeschert. Rechts überholt? Rechts überholt, kurz bevor sie mich angehalten hat. Also da sind wir hinter Ihnen gefahren, da habe ich also nichts verstanden. Das war also... Wir haben es da... Was ist? Wie ist es denn jetzt, wenn man so angehalten wird von der Polizei? Wie soll das sein? Also ich fahre im Jahr 80.000 bis 100.000 Kilometer. Ich habe im Augenblick keine Punkte in Flensburg. Ich meine, ich fühle mich immer etwas überrumpelt, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Häufig werden Verkehrsüberschreitungen sehr kleinlich gehandhabt. Äußerst kleinlich gehandhabt Wie sogar. Wie würden Sie denn die derzeitige Verkehrslage auf den Autobahnen beschreiben? Ja, eine Katastrophe. Die Verkehrslage ist eine Katastrophe. Wenn Sie den Verkehr auf diesem Abschnitt Bibelrieder Dreieck Nürnberg sehen, kann ich nur sagen, dass das eine Katastrophe ist. Das ist kein Verkehr mehr, das ist Stop and Go, das ist also Kleinkrieg. Es wird links gefahren, Sie können das beobachten. Es gibt Fahrzeuge, die fahren von der Auffahrt Bibelried bis zur dreispurigen Spur links. Und wenn die Spur dann dreispurig wird, wechseln Sie sofort auf die linke dritte Spur. Also Sie würden schon sagen, es findet so eine Art Autobahnkrieg statt? Es gibt die 7,583 Liter Verbraucher auf 100 Kilometer, die sich sehr umweltbewusst halten.
Ja, die also dann eben einen LKW, der 80 fährt, den mit 83 Stundenkilometer überholen. Das findet man häufig. Ich kann mir schon vorstellen, wenn es da um eine wichtige Sache geht, dass ich dann wirklich an der Grenze dessen fahren würde, was erlaubt und was möglich ist. An der Grenze dessen, was wäre das jetzt für Sie persönlich? Also das heißt, vielleicht würde ich dann doch mal auf der rechten Seite überholen, was ich sonst nie tue. Oder vielleicht würde ich mal von der Autobahn irgendwo abfahren, wo man eigentlich sonst gar nicht abfahren darf oder etwas Ähnliches. Wie schnell würden Sie dann fahren? Ja, da Sie eben gesagt haben, Stau löst sich auf, ist es vermutlich so, dass man nicht sehr schnell fahren kann, aber ich würde eben so schnell fahren, wie es geht. Könnten Sie sich auch vorstellen, dann jemanden zum Beispiel, wenn er nicht auf die Seite gehen will, mal ein bisschen hinten drauf zu fahren, dass er merkt, Sie wollen vor? Also, ich nehme an, das meinen Sie jetzt nicht wörtlich, aber ich würde mich schon bemerkbar machen, dass ich vorbei will. Ja. Wenn einer mit einem Auto, das 50 PS hat, eine halbe Stunde auf der linken Spur fährt, würde ich sagen, das bringt mich auf die Palme. Oder eben Lastwagen oder auch kleine Fahrzeuge, die mit Blinker oder ohne Blinker kurzfristig ausscheren. Wenn man 180 fährt, wenn man 200 fährt, die Leute, bedenken oft gar nicht, wie wenig da 100 Meter sind. Das macht mir so schon sauer. Angenommen, Sie fahren jetzt 180 und fahren jetzt also auf jemanden, kommen auf jemanden, der also nicht rüberwechselt. Wie läuft sowas ab? Ja, ich bleibe also hinter dem und warte, bis sich dann eine möglichst große Lücke für meinen Vordermann ergibt und fahre dann etwas dichter auf, um schneller vorbei zu sein, sodass er dann schneller wieder links einscheren kann. Wie reagieren Sie denn, wenn Ihr Vordermann nicht auf die Seite geht? Ja, wie reagiere ich da? Zuerst abwartend und dann durch Setzen des Blinkers oder es ist verschieden, es kommt darauf an. Wenn jetzt also einer stur links fährt, steigt mir doch schon das Blut in den Kopf, ehrlich gesagt. Ja, also ich war auf der mittleren Fahrspur. Ja? Er war auf der rechten Fahrspur. Ja. Und auf der linken Fahrspur war das Fahrzeug MSP. Ja. Das hat mich überholt. Ja. Und das hat plötzlich nach rechts vor rüber zu mir rüber geschert. Also auf meiner Fahrzeughöhe. Also nicht vor mir, sondern auf Fahrzeughöhe. Ja. Ich habe noch gehupt und bin noch ein bisschen nach rechts rüber. Ja. Aber es hat nichts geholfen, das ist immer weiter rübergekommen. Ja. Und da habe ich schon gesehen, habe ich schon gemeint, ich bin jetzt bei ihm schon am Fahrzeug dort. Ja. Und auf einmal war er weg. Mit seinem Fahrzeug. Ich habe bloß noch gesehen, wie er da an die Leitplanke hin ist. Okay. Zuvor ist einer aggressiv ständig gefahren. Ja, das kommt und war das der? Nein, der hat eine lange Nummer gehabt und war dunkle, entweder dunkelblau oder grau. Ortega oder Vectra, also einer von den Opel. Und der ist gefahren, immer rechts rüber, links und mit Lichthupen und vor ihm war ein grüner Mercedes. Jetzt kann natürlich so sein, dass der andere den wenigstens... Ja, den nämlich mit Lichthupe, drum sage ich das. Drum sage ich das. Erlangen, mit drei Buchstaben. Auch oft erlebt, dass man also das Nummernschildchen gar nicht mehr lesen kann vom nachfolgenden Fahrzeug, der mit Lichthupe hinten in den Kofferraum hereinkriecht. Und das bei Geschwindigkeiten um 180, 200 Stundenkilometer. Wann haben Sie sich schon mal provozieren lassen?
Ich wurde schon provoziert, auf jeden Fall, sehr häufig. Durch zu dichtes Auffahren dann. Oder aber eben, dass einer nicht nach rechts rübergefahren ist. Das ist ja auch eine Provokation, dass indem man die Autobahn dicht macht, rechts von LKWs, dann passiert eine ganze Zeit nichts. Dann kommen erst wieder Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur. Und trotzdem geht der Fahrer nicht rüber. Dann fühle ich mich schon provoziert. Was machen Sie dann? Ich versuche mit Lichthupe ihn ein, zwei Mal anzublinken. Vielleicht auch häufiger. Wenn er dann auch immer noch nicht rüberfährt, dann muss ich dahinter bleiben. Es lässt sich nicht ändern. Aber Sie ärgern sich dann? Ja. Drei Beispiele geahndeter Verkehrsverstöße auf der Autobahn. Fall 1, Nötigung durch zu dichtes Auffahren. Gemessener Abstand 5 Meter. 1200 Mark Geldbuße und 1 Monat Fahrverbot. Fall 2, Nötigung durch zu dichtes Auffahren mit Lichthupe. Gemessener Abstand 8 Meter. 1500 Mark Geldstrafe und 1 Monat Fahrverbot. Fall 3, der hinten heranrasende PKW überholt die beiden LKWs auf der Standspur. Das Überholmanöver kostet 300 Mark und 2 Monate Fahrverbot. Ich bin vor circa einem halben Jahr die A7 oder es ist die A9 nach Heilbronn. Ich weiß nicht mehr, A7 oder A9. Mit dem Auto unterwegs gewesen. Meine Frau war vorne rechts gesessen und habe so 180 drauf gehabt. Und unmittelbar bevor ich eine LKW überholt habe oder überholen wollte, ist dieser also links rausgegangen und es war also haarscharf. Ich war also schon neben dem LKW und entweder hat er mich nicht gesehen oder übersehen und es konnte aber links ein bisschen weiter rüber ausweichen, ansonsten wäre ich also in die Zange genommen worden und dann wäre es wohl vorbei gewesen. Und das war eine Situation, wo meine Frau und ich natürlich total geschockt waren, dass wir am nächsten Parkplatz erstmal rechts rangefahren sind und uns hier erst einmal ja, verschnauft haben, ausgestanden sind und haben gesagt, es dürfte nicht wahr sein, dass es sowas gibt. Entweder bewusst rausgezogen aufgrund des größeren Fahrzeugs, dass der Mann gesagt hat, entweder die Bremse und die knallen rein, ist es mir egal, oder aber übersehen, das kann man hinterher schlecht feststellen. Das ist mir neulich passiert zwischen Dortmund und Kassel. Da war so eine Leichtkurve wie rechts, wie jetzt rechts, so eine leichte Rechtskurve. Und da wollte ich auch einen LKW überholen. Da sieht man aber im Spiegel spät die BKW-Fahrer. Da ziehe ich raus und überhole, ziehe wieder rein und dann sehe ich einen Mercedes-Fahrer von hinten am Lichthupe machen, am Hupen, setze ich genau vor mir und geht voll in die Eisen. Ich war zum Gott sei Dank leer und konnte auch noch voll in die Eisen gehen. Wäre ich voll gewesen, hätte ich den sofort von der Straße geschoben. Wäre kein Thema gewesen. Ja, und sowas bringt mich dann halt dermaßen auf eine Palme. Dann würde ich am liebsten von der Straße schieben. Passiert ist.
Entschuldigen Sie, können Sie uns erzählen, wie der Unfall passiert ist? Ich habe zum Überholen angesetzt und plötzlich habe ich von hinten Schlag gespürt. Der LKW ist drauf gefahren. Hat vielleicht eine Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometer drauf gehabt. Der LKW war auf der linken Spur. Müsste auf der linken Spur gewesen sein. Ich habe mal so im Rückspiegel vorher nicht gesehen. Ist gerade eben passiert? Jawohl. Was ist das jetzt für ein Gefühl? Glück im Unglück? Bitte? Was ist das jetzt für ein Gefühl? Glück im Unglück? Kann ich schwer sagen. Also ich hätte sowas für niemals für möglich gehalten, dass man bei der Geschwindigkeit vom LKW von hinten dermaßen gerammt werden kann. Aber die meisten PKW-Fahrer, ja, die ziehen dann einfach dran vorbei, lassen einen raus. Und es ist unheimlich schwer, wenn man so schwer beladen ist, dann noch irgendwie jetzt anfangen zu überholen. Ne? Da kommt man dann mit einer passenden Geschwindigkeit an zum Überholen, will rausziehen. Die lassen einen gar nicht raus, ja, dann muss man runter bis auf 50 oder noch weniger. Ja, und dann erst wieder auf die alte Geschwindigkeit zu kommen, das ist unheimlich schwierig dann. Geht man dann auch mal raus, wenn man die Geschwindigkeit schon mal hat? Ja, ich gehe da öfters raus, weil wenn ich sehe, dass der PKW noch einigermaßen weit genug weg ist, dann ziehe ich einfach raus, das ist mir dann egal. Die muss ich zusehen, dass sie dann noch abbremsen können. Ne? Aber bis jetzt ist auch noch nichts passiert dabei. Ja, und dann sind sie neben mir, hupen und schimpfen und das ist mir dann auch völlig egal. Wenn ich 200 fahre und der würde so kurzfristig rausziehen, dann würde mich das schon sehr erregen, muss ich sagen. Was machen Sie denn im Auto, wenn Sie sehr erregt sind? Wie lässt man da den Dampf ab? Ich persönlich fahre etwas aggressiver. Meine Frau versucht mich immer schon zu bremsen dann. Aber ich fahre doch ein bisschen aggressiver, sportlicher vielleicht, kann man auch dazu sagen. Das heißt, die Gänge höher ausfahren, die Geschwindigkeit erhöhen. Das baut sich dann so nach 10 Minuten wieder ab. Ist man sich dann da eigentlich im Klaren darüber, dass es dann viel gefährlicher ist, Autofahren, als wenn man ruhiger ist? Ja, man weiß es und man tut es trotzdem. Was hat es für Ursachen? Haben Sie sich da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ich glaube, das liegt einfach so in der Natur der Menschen, dass man sich über gewisse Dinge ärgert, dass man dann versucht, sich selbst irgendwie zu rechtfertigen, sich selbst seine Handlungen zu rechtfertigen und sich zu sagen, Mensch, du hast doch alles richtig gemacht und warum bringt der dich jetzt in so eine gefährliche Situation? Man muss sich irgendwo abreagieren wieder und nichts leichter als das in dem Moment mit dem Auto. Und deshalb sehe ich natürlich auch besonders schnelle Autos, große Autos oder überhaupt jedes Auto, könnte man auch sagen, in der heutigen Zeit. Denn jedes Auto hat seine, auch die Kleinwagen haben ihre 45, 40, 50 PS als Waffe an. Also das Auto ist auch eine Waffe? Ja. Denn ich kann jemanden mit einem Auto erschrecken. Geht jederzeit. Auf der A6 zwischen Nürnberg und Heilbronn herrscht in den Morgenstunden des 6. April 1991 stellenweise dichter Nebel. In einem dieser Nebelfelder verursachen mehrere PKWs einige Auffahrunfälle. Unfallursache, zu geringe Abstände und der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeiten. Es kommt zu einem Stau. Mehrere mit zu hoher Geschwindigkeit heranrasende LKWs erkennen im dichten Nebel die Situation zu spät und schieben, nicht mehr in der Lage rechtzeitig zu bremsen, die stehenden PKWs ineinander. Ein LKW und mehrere PKWs fangen sofort Feuer. 6 Menschen sterben in ihren Autos eingeklemmt in dieser Feuerhülle.
ist man sich denn eigentlich immer darüber im Klaren, welche Potenz da im Auto drinsteckt, welche Möglichkeiten, dass man... Das glaube ich nicht, dass das jeder weiß. Das glaube ich einfach nicht. Die schrecklichen Unfälle zeigen es immer wieder, dass man sich einfach überschätzt. Was würden Sie denn als Ihre wichtigsten Erfahrungswerte als Autofahrer bezeichnen? Ja, meine wichtigsten Erfahrungen, die haben alle in einem Monat stattgefunden und das waren 4 Totalschäden. Und innerhalb eines Monats. Es war kein Unfall dabei, an dem ich aufgrund der Gesetzeslage schuld war. Aber es waren eben immer Dinge, in die ich dann verwickelt wurde, weil jemand anders falsch reagiert hat und wo ich vielleicht dann auch falsch reagiert habe. Und das sind eben die Erfahrungen, von denen ich gesprochen habe, aus denen ich gelernt habe. Zum Beispiel war da ein Unfall im Aquaplaning, wo ich mich überschlagen habe, weil plötzlich in einer Kurve eine Pfütze war und vorher hatte es geregnet. Die Fahrbahn war zwar schon trocken, aber an der Stelle war noch eine Pfütze und da bin ich eben mit 130 reingefahren und mich hat es erwischt. Und von da an habe ich gelernt, dass ich bei nasser Fahrbahn höchstens noch 100 Stundenkilometer fahre oder langsamer. Vorher hat man mir auch gesagt, bei nasser Fahrbahn aufpassen, weil sonst passiert was. Aber da habe ich immer gesagt, das kann jedem passieren, aber mir passiert sowas nicht. Und das ist eigentlich heute auch die Antwort, die man von anderen Leuten kriegt, mit denen man über solche Themen spricht. Sie sagen es zwar nicht direkt, aber das ist das, was sie denken. Das kann zwar dir passieren, aber mir passiert sowas nicht. Mein Glück war, dass ich nur das Visier runtergetan habe vom Helm. Vor mir schaltet aber die Ampel von grün auf gelb und das Auto vor mir, war so ein Golf, der bremst voll ab und dem bin ich dann rein und bin durch die Heckscheibe durchgeflogen, habe mit dem Helm die Heckscheibe auseinandergesprengt und bin dann vorne bei dem Fahrer gelandet, habe noch den Rückspiegel so runtergerissen. Aber es ist nichts passiert, es war toll. Aber mir ist es wirklich dreckig danach gegangen, richtig dreckig, weil ich mir gedacht habe, richtig fertig, weil man gedacht hat, dass mir sowas auch nie passieren kann. Also so richtig Scheißsituationen. Habe ich bis jetzt immer gut gecheckt. Deswegen meine ich ja, dass ich ja relativ fahr schnell, aber habe, glaube ich, auch viel im Auge. Also durchs Motorradfahren lernt man das auch, weil man da oft in Situationen auch gerät, die ein bisschen heikler sind. Aber ich habe sie immer ganz gut gecheckt. Und da hat es mich so gerissen. Da habe ich so, ja, es war so eine kosmische Batschen quasi. Also es war wirklich so jetzt ein bisschen Piano. Mir geht es so, wenn ich an einem Unfallort vorbeikomme, meistens muss man sehr langsam fahren, weil man dran vorbeigeleitet wird, sieht dann den Unfall, sieht die Tragik, was dort passiert ist, dann sagt man sich auch, warum konnte das überhaupt hier passieren? Warum müssen diese schweren Unfälle passieren. Aber ich glaube, so kritisch ist man dann auch nur in der ersten Zeit wieder. Und wenn man das beobachtet, auch die Geschwindigkeiten, die anschließend sofort wieder gefahren werden, gleich im Anschluss an diese Baustelle, an diesen Unfall, dann muss ich sagen, es wird nicht sehr viel darüber nachgedacht, was alles passieren könnte. Ich fahre gern schnell. Und zum Thema Schnellfahren fällt mir dann ein Tempolimit. Ne? Also ich würde es nicht verstehen, wenn sie bei uns in Deutschland für Abermillionen Autobahnen bauen und bloß weil ein paar Leute im Nebel rasen oder weil ein paar Leute Unfug machen mit dem Auto, dass man sagt, man macht ein Tempolimit von 120 Stundenkilometer. Habe ich also überhaupt keine Affinität dazu. Bin ich ganz klarer Gegner davon. Ne? Gehört zum Autofahren Glück? Ja, ich glaube, jeder Mensch von uns braucht einen Schutzengel. Mit Glück kann man es nicht mehr verzeichnen, sondern wir brauchen wirklich also immer wieder Bewahrung, dass man wieder gesund heimkommt. Es ist nicht selbstverständlich, wenn ich also früh aus dem Haus gehe und verabschiede mich bei meiner Frau, dass ich abends wieder da bin. Man weiß nie, ob man wieder nach Hause kommt. Lass mal zu machen, übersichtlich, was wir da auf dem Zeichen haben.
Komm mal einer noch her, schnell. Auf. Eigentlich dran. Leg doch auf. Würzburg-Nürnberg A3 zwischen Wertheim und Würzburg-Heidingsfeld auf 20 Kilometer zähfließender Verkehr mit Stauungen. Und weiter in Richtung Nürnberg zwischen Schweinfurt-Wiesentheit und Geiselwind 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. Autobahn Berlin-Nürnberg A9 zwischen Degnitz-Grafenwöhr und Plech 5 Kilometer Stau in Richtung Nürnberg nach Unfällen. Autobahn München-Nürnberg-Berlin A9 zwischen München-Schwabing und Allershausen auf 30 Kilometer zähfließender Verkehr mit Stauungen. Im weiteren Verlauf in Richtung Nürnberg zwischen Altmühltal und Hilpoltstein etwa 10 Kilometer Stau. Weiter in Richtung Berlin zwischen Hormersdorf und Trockau 15 Kilometer Stau nach Unfällen, sowie ab Gefreest bis zur Grenze nach Thüringen zähfließender Verkehr mit Stauungen auf 40 Kilometer Länge. Autobahn Deggendorf-München und Nordumfahrung München A99 und A92. Vor Oberschleißheim jeweils 2 bis 3 Kilometer Stau auf den Abbiegespuren in Richtung Stuttgart. Fürstenfeldbruck-Oberschleißheim, Bundesstraße 471. Zwischen Dachau Süd und der Einfahrt zur A92 München-Deggendorf auf 8 Kilometer zähfließender Verkehr mit Stauungen.